Okay, ich weiß, das letzte Video ist jetzt fast 3 Wochen her. Ich war lange nicht online. Wir haben so viel zu tun mit der neuen Kiteschule, dass es schwierig ist, ab und zu Videos hochzuladen tatsächlich. Aber Core hat einen neuen Kite auf den Markt gebracht und als der hier angeliefert wurde, bin ich direkt mit Sören zum Spot gefahren und wir mussten den Kite sofort testen. Das war irgendwie 14 Uhr auf dem Foil. Was hat Core auf den Markt gebracht? Tatsächlich hat Core seine Produktpalette erweitert. Früher, als ich noch angefangen habe mit dem Kitesurfen, hatte Core nur 2 Kites. Das war der GTS 2 und der XR 2 Kite. Kites, mit denen man eine ganze Menge abdecken sollte. Mit der Zeit hat sich aber Core weiterentwickelt und mittlerweile haben die auch eine Specialized-Linie mit dem Impact und mit dem Section-Kite für die Welle. Diese Specialized-Linie wurde jetzt um den X-Lite erweitert. Der Kite, der fürs Foilen entwickelt wurde. Speziell fürs Foilen. Es ist nämlich ein Mono-Kite mit nur einem Strut in der Mitte. Und um sich noch mehr als Spezialist zu positionieren, gibt es jetzt auch nochmal eine neue Core-Bar, die man mit schön kurzen Leinen fliegen kann. Die Leinen sind dünner als die von den anderen Core-Bars. Damit sind sie auch mal leichter. Und der Barholm ist deutlich schmaler geworden. Soll für weniger Luftwiderstand und für niedriges Grundgewicht sorgen. Wir haben den Kite direkt getestet. Ich werde noch in einem Video viel intensiver auf diesen Kite eingehen. Aber wir haben bereits jetzt auf unserer Internetseite in der Kategorie Testberichte einen kurzen Testbericht von den ersten Fahreindrücken veröffentlicht. Sind total beeindruckt von dem Ganzen, wollen es aber noch weiter testen und werden den Text auf unserer Internetseite noch entsprechend anpassen. Viel Spaß mit den Aufnahmen vom Wasser.